Damit wir hier an den Übergängen keine Löcher haben, würde ich euch empfehlen, den Arbeitsfaden zweimal um den Finger zu wickeln, bevor wir jetzt die erste Masche von der nächsten Nadel runtergleiten lassen. Ihr strickt sie in rechts, dann zieht ihr diesen, also hier mit dem Zeigefinger, ihr seht ja, ich ziehe da ordentlich dran, damit sich das hier ziemlich gut verbindet, ne? Dass das hier ganz eng wird. Dann habt ihr auch keine Löcher. Dann kommen erst die nächsten Maschen. Also damit das hier ganz eng beieinander liegt.